Hallo, hier ist Aditya Nowotny, immer noch in Hamburg, immer noch zu Hause. Und das ist der zweite Teil meiner Miniserie über Resultate erreichen. Und auch heute wieder eine Weisheit von meinem ersten Mentor, Sri Chinmoy, einem Yogi, der auch sehr erfolgreich manifestiert hat. Das heißt, in der materiellen Welt, in der äußeren Welt Dinge vollbracht hat. Und der mich sehr inspiriert hat, das ebenso zu tun. Er hat mir sogar einmal gesagt, I want you to be a millionaire, both in the inner world and in the outer world. Sehr, sehr weise Worte, denn das bedeutet, erst wenn du in der inneren Welt ein Millionär bist, hast du die ethische Kraft, die moralische Kraft, die charakterliche Festigkeit, um dann auch als äußerer Millionär Gutes zu tun. Und Leute, die äußerlich Millionär werden, ohne innerlich diese Festigkeit zu haben, die kommen oft ins Schleudern. Das ist aber nicht das Thema dieses Videos. Das Thema dieses Videos ist, when something is good, everybody is good. When something is bad, everybody is bad. Auf Deutsch, wenn etwas gut läuft, dann sind alle daran Beteiligten gut. Wenn etwas schief läuft, dann haben alle daran Beteiligten das vermasselt. Was bedeutet das? Hier spricht er über Teamwork und Teamwork bedeutet natürlich du und dein Network Marketing Team oder wenn du Internetmarketer bist, du und dein Affiliate Team oder wenn du Unternehmer, Unternehmerin bist, du und deine Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen oder wenn du in der Freizeit Fußball kickst, du und dein Fußballteam. Und das Beispiel Fußball ist sehr gut, um das zu erhellen. Nimm dir eine Mannschaft, die ein, zwei Topstars hat, zum Beispiel Real Madrid. So richtige Primadonnen, so richtige Superstars. Aber das gesamte Team spielt nicht so richtig zusammen. Der Team Spirit fehlt. Und dann verliert dieses Top-Team mit vielleicht den besten Fußballspielern der Welt gegenüber einem Team, was keine solchen Topstars hat, aber wo dafür jeder Einzelne wirklich sein Bestes gibt. Also, wenn etwas gut ist oder wenn etwas gut läuft, dann sind alle daran Beteiligten gut. Und umgekehrt, wenn etwas schief läuft, wenn etwas schlecht geht, dann sind alle daran Beteiligten schlecht. Dann hat jeder daran Beteiligte eben auch daran Schuld gehabt letztlich, dass es nicht gut gegangen ist. Ich erkläre auch das. Es beginnt oft nur bei ein, zwei Teammitgliedern. Die freut es nicht. Oder die haben gerade eine Motivationskrise. Und sie machen nur so mit halber Kraft. Oder sie blockieren sogar, bewusst oder unterbewusst. Und das infiziert dann auch andere im Team. Und die verlieren dann auch die Lust. Und die geben dann auch innerlich auf und geben ihre Kraft auch nicht mehr für das Projekt. So lange, bis der Last Man Standing, also die letzte noch aufrecht stehende Person, auch aufgibt. Und dann ist das Projekt gestorben. Dann geht's schief. Das ist in jeder Organisation, in einer Firma, in einem Team, in einem Sportsteam, in einem Network Marketing Team, wo auch immer der Fall. Es ist dieses Schlechtlaufen, dieses Schieflaufen kann wie eine Seuche sein. Mir ist es ganz wichtig, dann rechtzeitig für den Teamleader, und das bist vielleicht du, Schritte zu unternehmen, dass die, die noch nicht infiziert sind, immunisiert werden und dass die Gegenmaßnahmen, positive Gegenmaßnahmen, geht bei dem Lächeln los und geht dann weiter, wie reiße ich das Steuer herum, wie bringe ich das Schiff wieder auf Erfolgskurs. Das sind die zwei Teile dieser Weisheit. Wenn etwas gut läuft, dann sind alle daran Beteiligten gut. Und wenn etwas schief läuft, dann sind alle daran Beteiligten mitschuld. In größerem oder geringerem Maße. Hast du Beispiele dazu in deinem Leben erlebt? In Teams, mit denen du arbeitest? Das kann die Familie sein, das kann ein Hobby-Fußballteam sein, in dem du kickst. Das kann sein auch ein geschäftliches Team. Wenn du magst, gib mir bitte Beispiele unter dem Video in den Kommentaren. Und was hast du erlebt als Möglichkeiten, dass es gut läuft und dass alle daran Beteiligten ihr Bestes geben? Du weißt ja, dass die Kette reißt am schwächsten Glied. Die Kette reißt am schwächsten Glied. Ich schaffe es, wenn ich eine starke Kette habe, wo alle daran beteiligt sind,
schaffe ich mehr, wie wenn ich eine Kette habe, wo ich zwei Superstars habe, zwei superstarke Kettenglieder und dann ein paar, die einfach nachlassen, weil sie sagen, hey, immer das ganze Rampenlicht auf die Superstars. Könnte auch bedeuten, dass jeder in dem Team gleich wichtig ist. Wie denkst du dazu? Wie schaffst du es, dein Team motiviert zu halten? Und hast du es schon erlebt, dass wenn etwas schiefläuft, letztlich alle mitbeteiligt sind am Misserfolg? Freue mich schon auf deine Beispiele und beim nächsten Mal geht es weiter mit dem dritten Geheimnis zum Thema Resultate erreichen. Tschüss und bis dann, Aditya.